ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich freue mich ganz besonders auf dieses Video, denn ich habe dieses Video schon sehr, sehr lange auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Videos-Machen-Liste stehen und ich bin endlich mal dazu gekommen, es zu drehen mit meinem kleinen Special Guest. Und zwar ist es Suli. Sie ist nämlich heute treuer Helfer. Sie wird nämlich in diesem Video mein Make-up aussuchen. Freust du dich? Genau, Sula wird in diesem Video mein komplettes Make-up aussuchen. Und das werden wir so machen, dass ich ihr jeweils immer zwei Produkte zur Auswahl stelle und vor jedem Produkt immer ein Stückchen Wurst oder ein Leckerli legen werde. Und sie wird dann zu irgendeines der zwei Produkte gehen und das Produkt, was sie als erstes auswählt, hat dann gewonnen. Und das werde ich dann benutzen. Bin sehr gespannt, wie Sula sich machen wird, ob sie überhaupt Bock auf Leckerlis hat. Deshalb hoffen wir, oder hoffe ich sehr, dass es klappen wird. Aber ich glaube, du bist eine sehr, sehr gute Make-up-Kennerin. So viel Make-up, wie du schon auf dem Boden von Mami gesehen hast, ne? Oh, du bist so ein Baby. Falls euch dieses Video gefällt, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder dem Video eine Foto nach oben gebt. Und falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, würde es mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr einfach kostenlos auf den Abonnieren-Button klickt, denn es werden jede Woche zwei Videos kommen. Ich würde sagen, sollen wir loslegen? Übrigens eine kleine Info noch am Rande und deshalb auch das Werbungszeichen jetzt. Die neuen Teile aus dem Dagi Shop sind jetzt verfügbar. Das ist unter anderem mein Teil, ein neongelber Pulli, der einen fast erschlägt, weil die Farbe so geil ist. Dieses Teil ist nämlich unter anderem auch in der neuen Kollektion, in der neuen kleinen Kollektion vom Dagi Shop unter dagi-shop.de erhältlich. Schaut gerne einfach mal vorbei, vielleicht ist ja was für euch dabei. Und ich würde dann auch direkt sagen, let's go! Und das erste, was Sula aussuchen muss, ist der Primer bzw. die Base. Los jetzt! Okay. Alles klar. Okay, Sula ist sofort zum Vasali oder Farsali Unicorn Essence gelaufen. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viele Erfahrungen damit. Ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal ausprobiert. Ich werde es jetzt einfach mal wie so ein richtig typischer Instagram-Make-up-Creator in mein Gesicht tropfen. Oh mein Gott, nein! Und werde es dann mit meinen Händen verteilen. Ja, es ist schon ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Aber ich werde das jetzt alles in mein Gesicht verteilen. Die Base ist aufgetragen. Ich habe es jetzt einfach mal so rein getupft, anstatt einfach gerieben. Okay, Base ist drauf und jetzt geht es weiter mit Foundation. Und los. Okay, die Fenty. Das kannst du auch noch essen, Schatz. Sula hat sich für die Fenty Beauty Foundation entschieden. Ich habe sie in der Nummer bzw. in der Farbe Soft Matte und habe sie tatsächlich ein paar Mal ausprobiert. War jetzt nicht so begeistert, aber vielleicht ändert sich ja jetzt meine Meinung. Keine Ahnung. Werde das mit dem Dippling Brush von Mrs. Bella auftragen und mal gucken, wie das aussieht. Und ab ins Gesicht. Ja, sie ist mir, glaube ich, ein Ticken zu dunkel. Und ein Ticken zu orangestichig für meinen Ton. Ich glaube, das war auch unter anderem der Grund, warum ich es nicht benutzt habe. Was ist eigentlich eure absolute Lieblingsfoundation? Ich bin echt noch so ein bisschen hin und her geschmissen. Ich liebe ja die von Too Faced, die Born This Way. Aber ich will trotzdem mal gerne was anderes ausprobieren. Vielleicht etwas günstigeres oder vielleicht auch ein bisschen teurer. Schreibt mir einfach gerne wirklich das, was ihr sehr gerne mögt, in die Kommentare. Ja, die ist schon sehr dunkel. Okay, Foundation ist drauf und ich bin irgendwie nicht so ein Fan davon. Vielleicht liegt es auch einfach nur an der Farbe, weil sie mir etwas zu dunkel ist. Also im Vergleich meiner Hand. Hätte ich jetzt Self-Tan drauf, wäre es gut, aber sonst... Machen wir weiter mit Concealer. Hier, komm. Huda Beauty also. Und da hat sich Suli für den Huda Beauty Overachiever Concealer entschieden. Und ich habe diesmal die Farbe Meringue. Ich hatte letztes Mal die Farbe Nougat. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Kamera sah es sehr, sehr gelb aus. Deshalb versuche ich den jetzt mal. Aber er ist sehr hell, ja.
Es gibt immer zwei Personen in diesem Leben. Die Person und die Person. Ich bin 2 in 1. Und verblenden werde ich das mit einem Beauty Blender. So, der Concealer ist aufgetragen und weiter geht es mit Setting Powder. Alles klar, Kat Von D. Und ihr habt's gesehen, Suli hat sich für den Kat Von D Setting Powder Translucent entschieden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den nicht so. Er ist in Ordnung. Er tut das, was er soll, aber gerade für den Winter finde ich den viel zu trocken. Also irgendwie fühlt es sich so an, wenn ich ihn drauf mache, als ob der wirklich komplett meine Feuchtigkeit einfach frisst. Also man merkt richtig, wie der so richtig baked. Also das ist nur bei dem so. Also für die Leute, die zu trockenen Augenringen neigen oder zu trockener Haut neigen, generell, davon würde ich wirklich abraten, weil das ist wirklich krass, was das für ein Gefühl ist, wenn ich so mache. Das ist so wirklich so, wie so eingetrocknet. Oh. Und weiter geht es zum nächsten Step. Und Sula wird hier für mich etwas aussuchen zum Bronzen. Und jetzt. Aha. Gute Wahl. Sehr gute Wahl, Sula, heute. Fein. Okay, und wieder zurück. Fein. Sula hat sich für die Contouring-Palette von Batik entschieden. Und ich werde alle drei Farben miteinander mischen mit diesem Pinsel und werde jetzt grob bronzen, sodass ich einfach ein bisschen mehr Tiefe in mein Gesicht bekomme und einfach gebräunter aussehe, obwohl ich es eigentlich schon tue, aber who cares. Mit dem gleichen Pinsel werde ich jetzt nach dem Bronzen direkt unter meine Augen gehen und das überschüssige Translucent Powder wegnehmen und das alles miteinander verblenden. Das Gesicht ist fertig gebronzt und das, was jetzt noch fehlen würde, wären die Augenbrauen. Komm! Dipbrow! Okay! Und da hat sich Sula für die Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills entschieden in der Farbe Taupe. Und werde mir das jetzt mit diesem dazugehörigen Pinsel, der jetzt auf dem Boden liegt, die Augenbrauen nachmalen. Okay. Weiter geht es mit dem Lidschatten und da bin ich wirklich sehr gespannt, wofür sich Sula jetzt entscheiden wird. Hier komm! Also ich habe Sula nicht irgendwie gezinkt oder so, ne? Also sie geht wirklich nur zu ihrem Essen, aber sehr gute Wahl. Hast du gut gemacht. Und Sula hat sich für die Basic Palette entschieden. Finde ich cool. Ich hätte aber ehrlich gesagt auch Bock gehabt auf die Soft Glam, weil ich die noch nie in einem Video benutzt habe und die echt mega ist. Aber die ist natürlich auch super. Und falls ihr diese Palette noch nicht kennt, das ist die Basic Palette von Batik in 8 verschiedenen Basic Farben. Und beginnen tue ich mit der Farbe Nostalgie oder Nostalgie, wie man es auch nennen mag. Und gebe mir sie aufs gesamte bewegliche Lid, um das Ganze erstmal schön zu setten von der Foundation. Und ich verwende jetzt die Farbe Mahagoni. Und so sieht das Zwischenergebnis aus und jetzt werde ich das ausblenden mit der Farbe Camel und gehe dann einfach mal über die oberen Ränder. Und um das Ganze noch ein Ticken zu vertiefen, werde ich jetzt die Farbe Antique nehmen und damit auch nur noch an den äußeren Rand gehen. Das Ganze verblende ich jetzt noch am Rand ein bisschen schöner und gebe mir jetzt die Farbe Antique auch unten an meinem unteren Wimpernkranz. Und zu guter Letzt gebe ich mir jetzt für den Augenlock die Farbe Bluff auf mein bewegliches Lid. Das ist der fertige Eye-Make-up-Look, aber der ist natürlich noch nicht fertig, denn als nächstes kommt jetzt erstmal Mascara. Ja, komm.
Die Too Faced Better Than Sex Mascara in Waterproof. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von, aber ist okay. Und ich werde jetzt aber als erstes meine Wimpern curlen. Und werde mir jetzt meine Wimpern tuschen. Okay, Wimperntusche ist drauf. Sieht eigentlich ganz gut aus, aber ist jetzt nicht sowas für mich. Aber das Ergebnis ist ja ganz schön. Und weiter geht es mit den Fake Lashes. Und los! Alles klar, dann nehmen wir die Huda Beauty. Und da hat die kleine Sula sich für diese hier entschieden. Und zwar sind das die Noelle von Huda Beauty. Die hatte ich unter anderem auch in einem Video mit Mrs. Bella drauf. Und ich finde die richtig schön. Das ist einfach eine sehr gute Wahl, Sula. Sehr gute Wahl. Lashes sind drauf und jetzt kommt der Highlighter. Und los. Fein, okay. Das war Sula sich für den BTK Highlighter in der Nuance bzw. in der Variante Lightbeam entschieden. Und ich glaube, ich nehme Hyper. Aber der ist sehr, sehr krass. Aber egal. Ich nehme ihn jetzt einfach. Yep. Das ist ein Highlight. Ich bin jedes Mal auf so, what the fuck? Oh, ich will das mal so ein bisschen ausblenden, weil das schon ein bisschen krass ist. Gebe mir den aber jetzt auch in meinen Augeninnenwinkel. Nehme dafür dieselbe Farbe, Hyper. Gebe mir etwas davon auf meinen Nasenrücken. Oh mein Gott! Das ist echt crazy. Und jetzt geht es weiter mit den Lippen. Hol dir das Leckerli. Hol dir das Leckerli. Gut, oioioi, gute Wahl, yay! Und da hat sich Suli für meine Go-To-Kombi entschieden. Das trage ich momentan fast jeden Tag. Und zwar ist das der L'Oreal Colorie Schmatz in der Nummer 103 und der Hologloss von Batik in der Farbe Antidote. Und somit wäre das Make-up fertig, aber eine Sache muss Sula noch aussuchen und zwar das Setting Spray. Hier, komm. Fine. Das Pixie Glow Mist Setting Spray mit Propolis und Arganöl. Ich habe das sehr, sehr lange nicht mehr benutzt. Und bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt mit diesem Make-up harmoniert. Und das, Leute, ist der fertige Make-up-Look ausgesucht von Sula. Das hast du gemacht. Und wie findest du das Make-up? Findest du hast es gut gemacht oder eher nicht so gut? Findest du auch? Pfote dafür nach oben. Sehr gut gemacht, finde ich jetzt. Der Magen ist jetzt auf jeden Fall voller Leckerlis. Oh, voll eingemummelt. Ich hoffe natürlich auch, dass euch der Look gefällt. Und ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr cool, das Video mit Sula zusammen zu drehen. Und ich finde, der Make-up-Look ist sehr schön geworden. Hast du sehr gut gemacht, mein Schatz. Sehr, sehr gut. Sie denkt sich so, Essen. Ja, ihr könnt mir ja sehr, sehr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr den Make-up-Look findet. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön und ich fand, es war eine richtig coole Videoidee und Sula ist jetzt auch sehr, sehr kaputt davon, auf jeden Fall. Und falls du noch kein Abonnent von meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du kostenlos auf den Abonnieren-Button klickst, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und wir würden sagen, wir sehen uns dann, oh, sie ist echt müde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dann. Tschüssi!